Heute geht es um Geothermie in meiner Serie über Methoden der Energieerzeugung. Ich sortiere die Methoden danach, ob sie klimafreundlich sind, ob sie grundlastfähig sind, ob sie bezahlbar sind und natürlich, ob sie erneuerbar sind. Und die Geothermie, die bisher so ein Bauerblümchen-Dasein gefristet hat, die erfüllt eigentlich alle vier Kriterien. Es gibt noch zwei weitere erneuerbare Energien, die auch grundlastfähig sind, die also alle vier Kriterien erfüllen. Das ist die Wasserkraft und die Biomasse. Und darüber werde ich in zwei anderen Folgen reden. Heute also Geothermie. Die Idee ist, die Erdwärme zu nutzen. Wir sitzen eigentlich auf einer glühenden Kugel. Also im Zentrum der Erde, da haben wir so 5000 Grad. Das heißt, das ist ganz grelle Weißglut. Und selbst in unterhalb der Erdkruste hier, das ist dieser schwarze Strich, der ist nur 35 Kilometer dick, selbst in 35 Kilometer Tiefe ist das Gestein dann schon rotglühend und wir haben da das, was wir von Vulkanausbrüchen her kennen, eben diese Flüssigkeit Lava. Da ist es also sehr heiß. Wenn wir jetzt von oben bohren, dann wird es immer wärmer und zwar mit ungefähr 3 Grad pro 100 Meter. Nun ist es so, für eine Dampfturbine, für die Stromerzeugung, da brauchen wir mindestens 120 Grad, besser 150 Grad und noch besser 180 Grad. Und das bedeutet, um Tiefengeothermie für die Stromerzeugung zu benutzen oder zu nutzen, da brauche ich eben eine 5-Kilometer-Bohrung. Und die sind teuer. Da reden wir über 10 Millionen, 20 Millionen und vielleicht je nach Gestein dann auch 30 Millionen Euro oder Franken. Und da muss man sich gut überlegen, wo man bohrt, dass man eine Chance hat, wirklich diese Wärme nach oben zu transportieren. Zunächst mal ein kurzes Wort zur oberflächennahen Geothermie. Das nutzen viele Haushalte, Hunderttausende von Haushalten. Das ist aber nicht die Erdwärme, sondern man nutzt aus, dass unterhalb von ungefähr 10 Metern Tiefe die Temperatur immer konstant ist. Und zwar je nachdem, welcher Breitengrad, welche Klimazone, hat man irgendwas um die 12 Grad Celsius, 15 Grad Celsius oder 20 Grad Celsius heißes Wasser oder, na, heiß ist ja nicht, also warmes Wasser, was von unten hochkommt. So, und das ist immer dasselbe. Und das kann man jetzt mit einer Wärmepumpe kombinieren. Das heißt, man extrahiert aus diesem ja eigentlich eher kühlen Wasser die Wärme, die doch drin ist, und pumpt sie hoch elektrisch, also man komprimiert sozusagen die Wärme, auf 30, 40 Grad oder 50 Grad, sodass man damit sein Haus heizen kann. Sehr erfolgreiche Sache. Man investiert eine Kilowattstunde elektrisch und bekommt 4 Kilowattstunden oder sowas an Wärme. Und das ist eigentlich sehr gut. Im Sommer kann man es sogar zum Kühlen nutzen, indem man eben das Haus, was dann sehr heiß ist, eben mit dem kalten Wasser kühlt, was dann eben auch aus der Erde kommt. Denn 15 Grad, das wäre ja dann etwas zum Kühlen, wenn man einen heißen Sommer hat. Also es geht sowohl kühlen als auch wärmen und das ist eben doch sehr erfolgreich. Aber es hat nichts damit zu tun, dass man aus der großen Tiefe wirklich die Wärmeenergie extrahiert und nutzt. Dazu muss man 3000 bis 7000 Meter tief bohren. Man erreicht Temperaturen bis 180 Grad. Damit kann man dann schon sehr gut Strom erzeugen. Aber man braucht eine wasserdurchlässige Schicht. Und in der großen Tiefe ist das eben nicht selbstverständlich. Das Gestein ist enorm zusammengedrückt durch die oben drüber liegenden Schichten und Poren. Ja, es gibt eben viele Gesteine, die dann keine Poren mehr haben und man kann kein Wasser durchschicken. Es gibt allerdings geologisch günstige Regionen. Eine ist in Bayern. Und unterhalb von München gibt es zwei Schichten, die sogenannte Malmschicht und auch die Schicht, die heißt oberer Muschelkalk. Die lassen genug Wasser durch, sodass man eine Bohrung an einer Stelle runtersetzen kann. Da pumpt man kaltes Wasser rein und sagen wir, einen Kilometer entfernt kommt dann dieses Wasser wieder hoch, kochend heiß. Dazu muss es eben porös sein und das sind diese beiden Schichten. Da funktioniert das prima und inzwischen gibt es in Bayern eben einige dieser Geothermie-Kraftwerke. In der Schweiz ist das schwieriger. Es gibt auch diese gleichen Schichten, aber durch die Faltung der Alpen sind diese Schichten nicht so eindeutig, wo sie sind. Es gibt viele Brüche und Störstellen, sodass die Geologie ein bisschen komplizierter ist. Und an vielen Stellen in der Schweiz hat man einfach das Tiefengestein, den Granit, und der ist wasserdicht. Wenn man dessen Hitze ernten oder nach oben bringen will, dann muss man sich was anderes einfallen lassen. Deswegen gibt es zwei Methoden der tiefen Geothermie. Die eine ist hydrothermal. Das ist also, man hat eine Schicht in ausreichender Tiefe, die eben schön porös ist, wie dieser Malm, hat eine Bohrung mit kaltes Wasser runter und ein bisschen entfernt warmes Wasser wieder nach oben.
Wenn wir kristallines, wasserdichtes Gestein haben, dann kann man künstlich Risse erzeugen mit der Methode des sogenannten Frackings. Das sind Druckstöße von oben mit 100 Bar, 200 Bar, 300 Bar, wird dann nach unten gepresst. Und dadurch wird das Gestein so stark gestört, dass es Risse bildet. Man ist das hier angedeutet in dem Bild mit diesen vielen kleinen Sternchen. Und da wird dann eben so eine relativ große Zone mit 100 Meter Durchmesser oder noch mehr, die wird porös. Und dann kann man eben das Gleiche machen wie in dieser Malmschicht. Man kann kaltes Wasser runterschicken und es kommt als heißes Wasser wieder nach oben. Und das geht Monate oder gar Jahre lang in so einer Region. Das Problem dabei ist, dass die Druckstöße die Gefahr von kleinen Erdbeben mit sich bringen. Also ist so eine Sache, wenn man da unten solche Erschütterungen macht, um Risse zu bilden, dann gibt es eben auch an der Oberfläche Erschütterungen. Die sollten allerdings schwächer als diese Stufe 1 sein von dieser Erdbebenskala und für die Bevölkerung nicht zu bemerken. Das ist dann ungefähr so, als würde ein LKW vom Haus vorbeifahren. Also Erschütterungen gibt es notwendigerweise, aber sie sollten schwach sein. Und das hängt davon ab, wie man das macht und wie gut man den Untergrund kennt. Wenn man das lernt, dann kann man sicherlich solche Techniken anwenden, ohne dass es zu größeren Erschütterungen an der Oberfläche kommt. Aber die Technologie ist noch relativ neu, zumindest in Europa, und deswegen ist da noch so eine Lernkurve dabei. Bei dieser Gelegenheit, mir fällt ein, dass die Windenergie auch so eine Lernkurve hatte. Vor vielleicht 30 Jahren gab es das erste große Windrad in Norddeutschland. Ich glaube, das hieß Grovian, und der hat sich dann durch die Erschütterungen von diesem Drehbetrieb, also ein riesiges Windrad, selber zerlegt. Das war so ein Flop. Heute stehen überall Windräder. Es gibt also eine Lernkurve. Also zunächst mal noch zur hydrothermalen Geothermie, die also in Bayern, würde ich sagen, eine Erfolgsstory ist. Wir haben hier diese Malmschicht, die geht von der Donau Richtung Alpenraum nach Süden immer tiefer runter. Und hier unten, hier haben wir diese 5000 Meter, da ist es heiß genug, da wird es interessant. Und in Sauerlach zum Beispiel, südlich von München, da steht ein kleines Geothermie-Kraftwerk. Also, das ist eine Bohrung, da kommen 110 Liter Wasser pro Sekunde durch. Das ist dann schon ökonomisch interessant. Also mit 3 Litern pro Sekunde kann man jetzt keinen Ort heizen. 110 Liter ist okay, 200, 300 Liter wäre noch besser. Und es kommt mit 140 Grad Temperatur nach oben. Das reicht aus, um ein paar Megawatt Strom zu erzeugen und natürlich auch Haushalte zu heizen. Die thermische Leistung, das kann man ausrechnen hier aus den Litern pro Sekunde und der Temperatur, die liegt bei 50 Megawatt. 50 Megawatt ist jetzt nicht viel. Also ein richtiges Großkraftwerk hat 1000 Megawatt. Aber diese Technologie, die kann einen kleineren Ort tatsächlich energetisch unabhängig machen, was die Hausheizung angeht und den Strom. Sie ist dezentral und man hat sein eigenes grundlastfähiges Kraftwerk. Also auch im Winter bei Flaute und Dunkel hat man seine Energie. Und das ist eigentlich sehr interessant. Hier in Bayern gab es keine Probleme mit Erdbeben, weil das Risiko ist eigentlich, wenn man sowieso durchlässige Schichten hat, relativ gering. In der Schweiz sieht man hier, diese blaue Schicht ist eigentlich dieselbe Schichtlage gegeben, allerdings mit viel mehr Störungen. Man weiß also nicht so genau, wo ist denn jetzt die interessante Schicht. Wir haben hier also die vermutete Struktur im Untergrund. Links ist Laufenburg, das liegt am Rhein, und hier nach Süden hin, da haben wir Brunnen, das liegt da am Vierwaldstätter See. Da taucht diese Schicht eben sogar unter 5 Kilometer ab, hier ist die Linie mit 200 Grad Celsius, das wäre also sehr interessant, da hinunter zu bohren. Aber es ist riskant, man weiß nicht ganz genau, wie die genaue Geologie dort unten ist. Das heißt, für die Nutzung der tiefen Geothermie, dieser Hitze, da müssen wir unseren eigenen Untergrund gut kennen. Es hat dann allerdings auch viele Regionen in der Schweiz, wo wir einfach das feste Urgestein, das Grundgestein haben, den Kristallin. Und da muss man, wenn man diese Wärme haben will, mit der Fracking-Technologie heran. Da gibt es auch Karten, wo das am besten ist. Man kann nämlich den Wärmefluss, der von unten aus der heißen Erde nach oben driftet, den kann man messen. Und da, wo viel Wärme von unten hochdriftet, da sind gute Stellen. Und das haben wir hier im Zurgau, wir haben es hier im Raum St. Gallen, dann gibt es um Koblenz, Bad Zurzach herum eine sehr gute Region und im Raum Basel. Also der Farbcode hier, je röter, umso größer sind die Chancen, mit so einer Bohrung tatsächlich ordentlich Wärme ernten oder hochtransportieren zu können. Ja, das kann man machen.
wie gesagt, das Ganze ist eigentlich sehr attraktiv, dezentral, jeder kleine Ort kann sich unabhängig machen, grundlastfähig, man hat diese Wärme immer zur Verfügung und auch den Strom, klimafreundlich natürlich, und die Wirtschaftlichkeit liegt in der Größenordnung der Photovoltaik. Noch ein kurzes Wort zum Erdbebenrisiko. Die hydrothermale Geothermie, die man in der Schweiz auch machen kann, wenn man weiß, wo, die ist eigentlich mit einem sehr geringen Erdbebenrisiko verbunden. Es kann schon sein, dass man versehentlich, wenn man es nicht genau kennt, zum Beispiel ein Erdgaslager anbohrt. Dann gibt es so einen Gasausbruch und das kann auch zu Erschütterungen führen. Aber ja, eigentlich passiert das relativ selten und wie gesagt, in Deutschland oder auch in der ganzen Welt ist das eigentlich eine Erfolgsstory, diese hydrothermale Geothermie. Die petrothermale Geothermie, das ist die, wo man die Risse künstlich erzeugt, da ist das Risiko eigentlich auch gering und es hat viel damit zu tun, ob man den Untergrund kennt und die richtigen Techniken anwendet. In den USA wird das Fracking in, ich glaube, Hunderttausende von Bohrungen gibt es da, allerdings nicht für Geothermie, sondern für die Gewinnung von Erdgas und Erdöl. Und da gibt es keine Probleme mit Erdbeben. Ja, das ist also die Erfahrung da. Und in Europa ist man vielleicht noch dabei, also ja, in der besonderen Geologie im Alpenraum, das zu lernen. Ich denke, es ist eine Zukunftstechnologie, erneuerbar, klimafreundlich und grundlastfähig. Wir haben ein starkes globales Wachstum in diesem Bereich, eben weil das Klima wieder so ein dringendes Problem ist, in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und natürlich auch wegen des Kernenergieausstiegs. Es gibt eigentlich nicht mehr so viele Energien, die da übrig bleiben. Wir haben Innovationen im Bereich des Bohrens. Man kann zum Beispiel in die Ecke, um die Ecke bohren, horizontal in einer Schicht entlang bohren, was sehr interessant ist, um den Durchfluss zu erhöhen. Wir haben Fracking-Techniken, die neu entwickelt werden für die Anwendung der Geothermie und gerade auch für die Anwendung in der speziellen, ja, Geologie des Alpenraums. Die Bohrkosten müssen reduziert werden, daran wird gearbeitet. Es ist sehr teuer, so tief zu bohren und es ist ausgesprochen wichtig, dass man seinen eigenen Untergrund kennt, will man wirklich diese Wärme aus dem Erdinnern, ja, nutzen. Es ist eine tolle Sache, dass wir auf so einer heißen Kugel sitzen und ich würde sagen, gewusst wie. Und dann können wir eine grundlastfähige, einigermaßen bezahlbare und erneuerbare Energie nutzen. Vielen Dank für heute.